In Brasilien suchen Rettungsmannschaften und Angehörige weiter nach etwa 260 Personen, die seit dem Bruch eines Damms vermisst werden. Die Zahl der bestätigten Todesopfer stieg auf 99. Das Bergbauunternehmen Vale, Betreiber des geborstenen Damms, hat den Angehörigen Hilfszahlungen angeboten. Außerdem will das Unternehmen der Agentur Agência Brasil zufolge alle derartigen Dämme in der Gegend binnen 3 Jahren stilllegen. Einer der Nothelfer hat es derweil zu Brasilien weiter Bekanntheit geschafft. Ein Video zeigt den jungen Brasilianer Jefferson Ferreira im Schlamm bei der Rettung eines 15-jährigen Mädchens. Ferreira war eigentlich auf der Suche nach seiner verschollenen Schwester, als er das Mädchen fand. Der Wind hat meine Kappe fortgeblasen. Auf unseren Gesichtern war Schlamm. Neben uns brachte der Pilot den Hubschrauber herunter. Wir hatten Schwierigkeiten, das Mädchen hochzuheben, aber Gott sei Dank ging alles gut. Seine Schwester hat Ferreira vorerst nicht wiedergefunden. Der Dammbruch ereignete sich am Freitag im Bundesstaat Minas Gerais. Bereits 2015 war ein anderer Damm in der Region gebrochen.